und Dr. Kirk finden. Der Kamerad kann warten, beziehungsweise Rick kann das alleine machen. Schauen wir mal, wie es läuft. Das war eure Entscheidung. Ja, nee, ab nächste Woche wieder Late Nights, richtig? So. Ja, das noch. Genau, dann machen wir nämlich Carrion fertig. Mal gucken, was wir dann anfangen. Okay, Controller geht. Ah, da ist er ja, der Oberdino. Doch noch geschafft hier. Blacktail soll zu einer Serie werden. Ja, wenn sie es gut machen, warum nicht? Hätte ich Bock drauf. Blacktail war super. Ach so, bezogen auf die Subs, ja. Das stimmt dann wohl. So sieht's nämlich aus. Okay, Gales Idee. Okay, los geht's, Leute. Ich hab alles vergessen. Okay. Erst nochmal gucken, wie alles funktioniert. Hier schießen, okay. Da war das Menü. Okay. Rennen war hier. Panzersteuerung, FTW. Okay. Alles klar. Ich glaube, hier brauche ich immer noch diese ID-Karte, ne? Ja. Okay. Immer diese ID-Cards. So, die haben mich alle schon allein gelassen. Ein Sicherheitssteuerfeld. Der Monitor zeigt das Erdgeschoss. Cool. Die Dino-Schergen in Position bringen. Na, super. So, jetzt kann natürlich wieder alles passiert sein hier, ne? Jetzt ist vielleicht wieder das Haus voll mit Dinos. Ja, bei der Musik. Wo muss ich überhaupt hin? Moment, wo ist die Map? Hier ist keine Map. Gab es da nicht eine Quick-Taste für die Map? Zielpunkt ist rot. Cool, dass nichts rot ist. 2F, auch nix. B1. Ja, geil. Es ist einfach nichts rot. Ja, dann laufe ich rum und guck, was passiert, ne? Schauen wir mal. Okay, okay. Hier sind Heil-Items und so ein Kram. Das haben wir ja schon aufgemacht. Meine ich. Gehen wir mal hier runter. Hallo? Okay. Muss man auch bestätigen. Gang zur Krankenstation, war ich da schon? Kommt mir jetzt nicht so vor. Hallo, Rabe. Ja, Streamspiele machen wir immer auf leicht. Nach Möglichkeit. Wollen ja nur Story genießen. Und die Atmo. Was ist das? Oh nee. Kann ich überhaupt. Oh nee, die Kleinen, ey, ne? Kommen die jetzt angerannt? Kann ich überhaupt erschießen oder renne ich da besser durch? Dann noch sind sie ja beschäftigt. Solange sie dasselbe nicht mit mir machen, ist ja alles gut. Also ich war da definitiv noch nicht. Krankenstation. Wobei doch den. Das ist doch der. Das ist der altbekannte Speicherraum hier. Nö, ist er nicht, weil da liegt auch noch Zeug rum. Was haben wir hier? Die Datenkarte kann neu beschrieben werden. ID-Karte. Okay. Aber ich glaube, die müssen wir halt, wie es auch da schon steht, irgendwie mit den ID-Nummern, die wir das letzte Mal gefunden haben, müssen wir da irgendwas am Computer noch überschreiben oder so. So, und ich glaube, das Gelbe ist noch was zum Lesen. Eine Notiz, die offenbar an den diensthabenden Arzt gerichtet ist. Willst du sie lesen? Ja. Dr. Sherwood.
Die ID-Karte auf dem Tisch gehört einem meiner Patienten. Bitte geben Sie sie Oberst Clay, wenn Sie ihn sehen. Er sagte, er würde eine Konferenz im ersten Stock abhalten, um das heutige Experiment vorzubereiten. Bitte denken Sie daran, ihm die Karte zu geben, da er der Sache dort ja schließlich beiwohnen sollte. Ja, ich glaube, das wird nicht mehr stattfinden. Fingerabdruckscanner, okay. Alles klar. So, was ist das? Gegenstand, Medizin M. Habe ich noch Platz? Cool. Das freut mich. Nichts sieht nützlich aus. Beide Notfallkoffer sind mit winzigen Schlössern versehen. Wenn ich einen Dietrich hätte... Ach ne, falsches Spiel. Na gut. Kann ich wenden? Ne, aber die Dinos, ne? Okay. Kann ich entweder... Ist hier noch was drin? Ja, Medizin. Ja gut, in der Krankenstation kann man sowas schon mal erwarten, ne? Noch mehr? Oder bin ich voll? Oh, das ist aber lieb. Nichts Hilfreiches, ja. Alles ausgebeutet hier. Okay, gut. Sieht sehr alt aus. Zeigt die Teile des Hirnstammes samt Nerven. Nice. Okay, jetzt müssen wir an den Mini-Dinos vorbei. Spielstand speichern? Ja, bitte. Wir haben nämlich schon viel geschafft heute. Okay. Und los geht's. Die essen noch. Wenn jetzt an denen vorbei. Ja, natürlich. Lebendiges schmeckt ja auch immer besser, ne? So ein Regina-Happen. Oh. Oh. Kann sie schon verstehen. Oh. Dr. Kirk? Hey, wait! Regina, are you there? What's going on? I have a positive ID on the doctor. I lost him, but he's definitely in the lab area. Drop what you're doing and get over here. I can see an elevator from here. Maybe I can use that to go down from the first floor. Okay, mit dem Aufzug. Ja, ich muss natürlich den Umweg nehmen, das war ja klar. Aber okay. Altes Spiel, ja. Nicht so The Master of Unlocking, so wie die gute Jill. Das stimmt wohl. Aber nicht so schlimm. Regina hat dafür bestimmt andere Qualitäten. Hallo? Habt ihr irgendwas? Nee. Oh, das gefällt mir nicht. Sag ich doch. Hey, das ist gemein. Ich konnte nichts machen. Danger? Ja, ich drück wieder wie wild. Gebrutzelt. Ist er down? Ne, der ist nicht down, oder? Doch, er ist down. Fresh. Hätte ich mir es nur nicht angeguckt, ha? Aber mir geht's gut, ja? Also sie läuft normal. Aber man sieht's ja nicht, ne? Den Status. Aber sie läuft gut. Und sie blutet nicht, also alles gut. Soll der Schalter benutzt werden? Joa. Ja. Kurz mal reingucken. War ich hier schon mal? Ob ich das noch wüsste. Ich hab keine Ahnung.
bleib erstmal hier. Zwei Meter großer Truthahn. Na, wenn es nach Truthahn schmeckt, dann... Ah, der ist tot, ja. Nee, der ist nicht betäubt. Guck mal, das Blut. Das ist doch das klassische Resident Evil, du bist tot, Blut. Möchte ich meinen. Okay, mal gucken, ob die Tür aufgeht. Ausführungsraum D1. Kein Getapse. Pfeile. Ich bin schon bald wieder voll mit dem Kram. Eieiei, wir hatten hier so eine Sauerei gemacht. Ah, die halbe Portion da hinten. Sehe ich schon. Oh, das, ich glaube, das ist nur noch eine Viertel der Portion. Immer diese Essensreste. Der Tote hat ein Memo. Willst du es lesen? Joa. Heute erledigen. Die neuen DDK für den Laborbereich vorbereiten. Morgen muss ich den Computerraum, um Dr. Kirks Rechner zu warten. Muss ich in den Computerraum. Ich glaube, ich habe gestern einen DDK beim großen Aufzug im Hinterhof liegen lassen, als ich ihn gewartet habe. Ich sollte das heute noch überprüfen. Den anderen DDK hat dieser neue im Laborbereich. Dieser Tom, glaube ich. Ich werde ihn mir von ihm borgen müssen. Ich weiß nicht, wie dieser Typ es angestellt hat, aber er scheint Kirks volles Vertrauen zu haben. Niemand weiß etwas darüber, was er vorher gemacht hat. Der geheimnisvolle Tom. Hast du noch irgendwas anderes? Der Tote... Nee, okay. Nein. Liegt daran, dass du nicht heftig genug gedrückt hast im Danger-Modus. Drückt man nicht stark genug, überlebt der Dino. Ah. Ja, okay, dann hat mein wildes Drücken ja anscheinend funktioniert. Interessant. Und hallo, Nudelmeister. Jawohl, Dino Crisis. Immer donnerstags. Teil 1 und 2 wird gespielt. Aber nicht viel erwarten, denn... Ich hab's schon lange nicht mehr gespielt. Okay, ich gehe mal da durch. Ah, sehr schön. Irgendwas haben wir geöffnet. Gleich eine Shortcut. Materialzugang? Okay, sagt mir gerade nichts. Achso, jetzt bin ich hier. Moment. Ah ja, alles klar. Nichts machen. Kann ich das schon betätigen oder wie sieht's aus? Scheinbar nicht. Okay. Dann haben wir noch die Tür. Auch das ist nun offen. Cool. Schon wieder der Hilfsgenerator. Und zum dritten Mal hier. Generator läuft noch. So, Aufzug, ne? Also, eigentlich kann ich ja zurückgehen. Und dann schauen wir mal wegen den Aufzügen. Da liegt immer noch was rum. Inventar voll. Die Betäubung hat halt... Die hat sich einfach... Immer wenn ich da bin, ist das Inventar voll. Das Schicksal. Kommt irgendwas hergeschossen? Man weiß ja nie, ne? Okay.
Okay. Okay. Bitte nicht noch mehr Scheiben kaputt machen. Sehr ganz nett. Okay, da ist die Main Hall. Wo sind denn jetzt die Aufzüge? Hier. Nee, das ist kein Aufzug. Sind wir auch schon durchgegangen. Aber Moment mal. Ich gehe mal kurz durch. Ich glaube, da waren die Aufzüge. Aber die gingen doch wegen irgendwas nicht. Fahrstuhlhalle. Ja, das klingt schon mal gut. Ah ja, hier ist was. Der Pager. Der ist hier. Aber wo genau? Der Typ, der da liegt? Würde der wenigstens Sinn ergeben. Recht weiße Kleidung, vermutlich ein Forscher. Du hast das Signal des Pagers abgestellt. Cool. Er trägt weiße Klamotten, vermutlich ein... Ja, super. Krieg nicht mal was. Aber wir können das Inventar aufräumen. Wenn ich schon mal hier bin. So, Giftpfeile raus. Ah ne, stopp, andersrum. Wiederbelebung, SG, SG. Medizin mit Blutungsstopp. Pfeile. Medizin M, Medizin M. Bisschen zu viel Medizin dabei, oder? Übertreiben wir es mal nicht. Tun wir wenigstens die eine raus. Bis jetzt lief ja alles ganz gut. Hallo T-Fairy. So. Und hallo Agnetta. Viel Spaß beim Lurken. So. Mal gucken, was da jetzt geht. Führt Nab in das Laborbereich, um ihn zu bedienen, wird eine Forscher-ID. Okay, jetzt muss ich mal das mit der ID-Karte machen, ne? Dafür brauche ich einen Computer. Okay. Natürlich gucken, wo das war. Ich nehme mal an, die Map verrät mir nicht viel. Nee, da leuchtet nichts rot. War nicht bei dem ersten Speicherpunkt ein Computer? Ach ja, Fingerabdrücke brauche ich auch noch. Aber da brauche ich doch noch ein Gerät dafür, oder habe ich das schon? Moment, was habe ich denn dabei? Objekte, ID-Karte, Schlüsselkarte, L. Nee, ich habe ja noch gar nicht so einen Scanner. Ach hey, mir fehlt ja noch ein Haufen. Na gut, dann muss ich mich einfach mal noch umgucken, wo ich noch nicht war, eventuell. Was sagt denn die Map? Dieses eine... Dieser eine Raum, wo die Tür rot leuchtet. Ob ich da schon rein kann? Ob das... Ob ich da was finde, was ich brauche? Weil der Raum ist halt noch unerforscht, ne? Den Raum kenne ich nicht. Und da oben, da wäre auch noch ein Raum... Zwei Räume unerforscht, aber da leuchtet nichts rot. Und hier ist alles erforscht. Okay. Gut, dann müssen wir mal suchen. Aber das gehört ja dazu, ne? Zurück. Die Stille behagt mir hier nicht. Hallo Kappa.
Aber gut, dass die Laserschranken jetzt alle weg sind. Die haben ja auch nur noch genervt. Schon immer so viel Blut? Hier wäre ein Computer, ne? Bild ist eine E-Mail-Titel Mitarbeiterfortbildung. Das haben wir aber schon gelesen. Ist das der Computer, den wir brauchen? Na, irgendwie habe ich das Gefühl, der wird nicht mehr gebraucht. Da war der Safe. Ja gut, ich muss... Okay, wo ist denn der... Wo ist der Raum, wo es blinkt? Mal gucken. Ich brauche erstmal diesen Scanner und ich nehme an, den Labortyp, den wir vorhin den Pager ausgemacht haben, dem müssen wir den Fingerabdruck nehmen. Ah, das ist ja gleich hier. Moment mal. Das ist ja hier ums Eck. Gucken, ob ich... Nee, jetzt nicht speichern. Ich will mal gucken, ob das die richtige Tür ist. Ja, genau. Jetzt links rum. Aber was ist mit der Tür hier nochmal gewesen? Eigentlich kriege ich die auch nicht auf. Doch. Ach, dafür kann ich die ID-Karte nutzen. Ja, cool. Ah, okay. Ja, stimmt. Die ID-Karte, wenn wir die überschreiben, kommen wir in das Labor. Macht ja Sinn, ne? Wenn wir dem Labortyp die Fingerabdrücke genommen haben. Aber jetzt gehen auch schon ein paar Türen. Okay, cool. Das ist gut. Steuerung. Konferenzraum. Da liegt schon die nächste Diskette. Hallo, Max. Und lese Stoff. Daten einer Einsatzbesprechung. Willst du die Daten ansehen? Nö, doch klar. Thema Verschärfung des ID-Managements. Anfangs dieser Woche benutzte jemand das Terminal, das die ID-Karten schreibt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Diese Person benutzte den Fingerabdruck der Leiche eines Mitarbeiters, der bei einem Unfall... Ja. Sie fälschte die ID der Leiche mit dem Fingerabdruck und drang über den Fahrstuhl in den Laborbereich ein. Also genau das, was wir machen müssen. Das Problem ist, dass das Fingerabdrucklesegerät selbst von einer Leiche brauchbare Daten liest. Und da wir heute ein Experiment durchführen, werden wir viele Besucher haben, die die Einrichtung besuchen. Haben Sie ein Auge auf das Gerät, wenn Sie die Karten für unsere Gäste erstellen. Alles klar. Ich glaube, da ist schon mein Spielzeug für den Scan da links. Wir holen uns erstmal die Diskette. Okay. Übrigens, für die, wo es noch nicht mitbekommen haben, Discord habe ich es ja schon verkündet. Es wird Chrono Cross nächsten Monat geben. Also das hat geklappt, dass wir das dann uns im Stream mal anschauen. Diese Maschinen steuern die verschiedenen taktischen Simulationsprogramme. Das könnte der Computer sein, ne? Aber ich hole mir erstmal das Scan-Dingsbums. Sieht aus wie so ein Handheld. So ein uralter Handheld. Naja. Yeah. Fingerscanner. Läuft bei uns, so. Was ist das? Oh, ein Stecker. Wird mitgenommen. Dies scheint von einem Satelliten aufgenommen worden zu sein. Man sieht deutlich eine gegnerische Waffenstellung. Eine Videosimulation der Positionierung der weltweit wirksamen Waffen. Ah, prächtig. Die Bilder auf dem großen Monitor sind ebenfalls auf dem Tisch zu sehen. Diese Maschinen steuern die verschiedenen taktischen Simulationsprogramme. Aber ich finde es schön, wie sie alles kommentiert. Das mag ich. So, jetzt gucken wir uns den kurz an. Dieses Terminal zeichnet die Position der Wachen in Einrichtung auf. Nee, warte mal. Ach so, das ist nicht der Computer, den ich brauche. Oh, das ist aber sad. Ich dachte. Okay, na gut, egal. Wir können trotzdem ja schon mal Fingerabdrücke nehmen. Ach, hier ist ja... Dingens.
Diese Notfallbox kann Munition und Medizin gelagert werden. Zum Öffnen des Notfallbox wird ein Stecker benötigt. Ach, was für ein Zufall, dass wir gerade einen gefunden haben. Willst du den Stecker benutzen? Ja. So, aber großartig was ändern kann ich, glaube ich, gar nicht. Hier ist drin Medizin, 00 Schrot. Mhm, gut. Wiederbelebung haben wir zweimal. Nö, wir lassen es gerade noch so, wie es ist. Okay. Gut, dann auf zu diesem Labortyp. Das kann natürlich wieder sonst was hier passieren. Aber ich bin bereit. Immer schön langsam. Hier durch, ne? Okay. So. Bei euch reingucken. Eichhörnchen-Emote. Gute Idee gebracht. Käse und Salamitoast zur Arbeit. Ja, absolut, ne? Ich finde einfach Salami und Käse, diese Kombination ist einfach so geil. Also, ich bin gar nicht so der große Fan von Salami. Aber wenn Salami in Kombo mit Käse, das ist ultimativ. Das geht immer. Wenn es schnell gehen muss mit dem Toaster. Aber ich habe langsam mal wieder Bock auf Sandwich Maker. Oh yeah. Das wird ein Fest. Mal wieder den Sandwich Maker auspacken. Nee, da will ich nicht hoch. So. Der Lapur-Fuzzi. Da liegt er noch. Das Händchen hat er schon bereitgelegt. Mal gucken, wie das funktioniert. Fingerscanner. Das kann... Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwie richtig ran hier, Kumpel. So, jetzt vielleicht. Fingerscanner. Yeah, do it. Okay, Fingerabdruckdaten wurden gesammelt. Aber das reicht noch nicht, ne? Das muss ich jetzt irgendwie noch auf die ID-Card schreiben. Anonymous Jira, danke für den Bit. Und... Ja, Salami aufs... Ja, auf Salami und Käse funktioniert einfach. Ja. Genau, machen wir uns alle Sandwiches morgen. Okay, wo ist dieser Computer? Bin ich dem Computer schon mal begegnet? Gut, ich könnte ja auch dahin gehen, wo es noch dunkel ist. Auf der Map. In 2F könnte ich mal versuchen. Vielleicht kriege ich das mit meiner aktuellen ID-Card auf. Bevor ich sie umschreibe. Mal gucken, was da das Problem war. Hallo Dorado. Okay, dann los. Eww. Gut. Wenn wir da schon mal waren, dann gucke ich gleich, nachdem ich getestet habe, ob ich die Tür da oben aufkriege. Dann suchen wir einfach nochmal alles ab. Werden wir schon finden. Schön ist, wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir spielen ja, bis es durch ist. Also, in der vorgegebenen Zeit, versteht sich. So.
Ach, ich hätte gern die Karte auf eine Shortcut, aber okay. Man kann nicht alles haben im Leben, nicht wahr? Dann hier durch und dann den Gang durch. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ah, das war die Sache mit dem Kommunikationsgedöns. Was war denn da das Problem? Das will ich mir nochmal in Erinnerung rufen. Was brauche ich denn da, um weiterzukommen? Ich glaube nicht, dass da die ID-Karte aushilft. Von der anderen Seite verschlossen. Das ist natürlich großer Mist. Vor allem, das ist blöd. Okay, gut, dann suchen wir jetzt den Computer. So groß sind unsere Möglichkeiten ja eigentlich auch nicht. Zum Glück hatten die Dinos bis jetzt noch keinen Bock nachzuspawnen, also größtenteils. Hallo, Lord Weißbrot. Das war Kirks Büro. Hatte der einen Computer? Würde ja eigentlich Sinn machen, dass nur der Chef die IDs umschreiben darf. Aber der Chef macht einfach gar nichts. Weil Opa Dino gewütet hat. Okay. Nein, der funktioniert ja nicht, ne? Okay. Jo, die Streams morgen und übermorgen gehen übrigens auch immer so 3 Stündchen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir fangen ganz normal um 17 Uhr an, jeweils. Also ganz gewöhnlich. Und nächste Woche, voraussichtlich am Donnerstag, werden wir mal wieder murmeln für den April. Da brauchen wir wieder neuen Stoff. Okay, dann laufe ich hier in den alten Räumen mal wieder rum. Nee, noch keine Hilfe. Ich brauche das eh zur Orientierung, dass ich die Gänge mir jetzt nochmal und die alten Räume von letzter Woche einpräge. Guck einfach mal, vielleicht finde ich es ja automatisch durch mein Rumspazieren hier. Im Umkleideraum wird es nicht sein. Aber ich guck trotzdem einmal rum. Ja. Dieser Raum, wo man sich doch wünscht, dass es ein Remake gibt, ne? Ja, ist ja gut, ich gehe. So, dann hier lang. Gut, da war ich ja gerade, aber... Was war hier nochmal? Toilette. Ah, da werde ich auch keinen Computer finden, glaube ich. Kann ich gleich wieder gehen. Oh, da geht's ja gar nicht durch, okay. Da eigentlich noch eine Tür? Nee, ne? Guck lieber nochmal. Willst echt nicht an dem Ding da was machen, da? Ja, okay. Okay. Nee, ist nur diese eine. Die? Ja, ich hab mir das alles angeguckt. Okay. Raus. Ich mach mehr 3K, dann ist ein Wunsch fällig. Ich weiß jetzt schon, was es wird. Lasst mich raten. Phoenix Wright? Hier durch.
Der Computer ist es ja nicht, habt ihr gesagt. Mal hier weiter. Speichern. Ach, übrigens, apropos Wünsche. Gleich auch Alex weitergeben. Ich habe gesehen, dass Mario 3D World doch noch ein gutes Stück geht. Weil ich gemeint habe, das ist die letzte Welt, das lege ich drauf. Aber dem ist dann doch nicht so, weil da kommen noch mindestens zwei Welten. Also wenn wir das weiterspielen wollen, müsste sich das auch nachgewünscht werden. Aber ich habe ein paar Sterne gesammelt, damit wir, wenn es sich weiter gewünscht wird, nicht nur aus Backtracking besteht. Das heißt, wir können gleich weitermachen. So, gut, dann gucken wir uns hier mal um. Hier brauche ich ja auch eine ID-Karte. Muss ich es dafür auch umschreiben lassen? Mal gucken. Kann mir die da die offenbar nicht benutzt werden? Okay, nee, muss ich auch umschreiben lassen. Mist. Okay. Ja, führt mich eventuell ins Gleiche, ne? Naja. Muss ich erst viel später hin, ja. An sich ist das Areal ja gar nicht so groß, ne? Beziehungsweise Dino Crisis an sich. Wenn man sich auskennen würde, könnte man es auch am Stück spielen. Was aber bei mir ja nicht der Fall ist. Echt? Habe ich Samstag auf Sal... Ah, okay. Ah, das sind die Fresssäcke. Werde ich noch umstellen auf 17 Uhr. Danke für den Hinweis. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Moment. So, endlich habe ich Sound. Ja, dann noch mal hallo, Blacky. So. Computer, wo bist du? Computer, mach mal Piep. Hey, kein Computer in der Krankenstation. Ich zieh das weg. Nein, lass mich in Ruhe. Computer. Wir müssen das hier noch zu. Geht ja mal gar nicht. Willst du den Schalter betätigen? Ja, der leuchtet rot, ne? Wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja, da ist ja Geld durchgesprungen, ne? Da will ich ja theoretisch hin. Der Dino ist weg. Ist da vielleicht was drin? Ein stabil aussehendes Gitter. Es ist mit enormer Kraft zerrissen worden. Shit. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Führungsraum B1. Habe ich das bekommen? Bin ich hier schon mal rumgewuselt? Also auf die Seite da? Ach, das geht gar nicht. Alles versperrt.
Zumindest noch ist es versperrt. Okay. Mit dem Ding kann ich eh nichts machen. Es ist einfach nutzlos. Okay. Gut, bin ich wieder hier. Schöne Runde gedreht. Ja, da hinten ist ja nur der obwohl, ich guck lieber nochmal. Da ist doch nur der Generator, oder? Da stellt man doch keinen Computer hin. Okay, alles klar. So, jetzt muss ich ja eigentlich nur dahin, wo ich heute noch nicht war, ne? Das sollte man doch hinkriegen. Hey, ich glaube, heute ist dein Glückstag. Ich kann dich mitnehmen. Der Viputer. Aus Futurama. Da habe ich, glaube ich, nur so die ersten zwei Staffeln gesehen. Aber es war cool. Was eigentlich mit der Tür? Der Raum der Wachen. Lauf jetzt überall rum, ist mir egal. Danach kenne ich hier alles auswendig. Oh! Es passiert was. Rick hier. I found Tom. Oh oh. And I was too late. He didn't make it. You did what you could. I'm back in the control room right now. I'm going to continue working on the system. Okay, war ja klar, dass es Rick ohne mich nicht schafft. Und ihr seid schuld. Der Gang zum großen Fahrstuhl. Ah! Schieß das Ding tot. Da lebt ja noch was. Da ist noch eins. Ich will es sehen. Hier ist ein Haufen Stuff. Da war ich noch nicht. Zeig dich. Nicht rennen. Aus. Pfui. Du bist nicht tot. Jetzt bist du tot. Ja, ihr. Weil ihr so entschieden habt im Vote. Ihr wolltet nicht, dass wir dem Armen helfen. 00 Schrot. Mitgenommen. Ey. Inventar voll. Kein Platz für Wiederbelebung. Cool. Ich bin ein Held. Ich will eine Ressi-Kiste. Na gut, eigentlich hat man hier viele Minikisten. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Großer Fahrstuhl. Oh nein, Flugsaurier. Oh nee. Hallo. Nein. Ich hab gedrückt, wie ich nur konnte, also. Ich will sofort meine Waffe wieder. Du Mistvieh. Wo ist die Waffe? Da. Hab ich sie? Pistolenumbau. Okay, aber nur noch 9 Schuss sehe ich gerade. Ridley. Boah, shit, soll ich den machen oder besser? Treffe ich doch nie, oder? Zielst du darauf? Das kann ich ja knicken, ne? Den machen wir nicht, den machen wir nicht. Wir rennen einfach durch. Ja, okay. Das lässt sich so
einfach sagen, was ist das? Mal gucken, ob ich da was machen kann. Nee, anscheinend nicht. Der kommt schon wieder angeflogen. Schnell weg. Steuerzentrale für großen Fahrstuhl. Okay, das war ungemütlich. Aber wir sind anscheinend richtig. Zumindest gibt es hier Dinge. Okay. Eingabe Disk L. Mhm. Wir haben L's vollständig, ne? Ja. Okay. Das heißt, bald ist wieder Zeit für eine Tür. Hier haben wir noch jemanden liegen. Und der hat noch eine Disk. L. Ne, jetzt haben wir es wahrscheinlich vollständig. Moment mal, ich habe... Ach so, Schlüsselkarte L, Eingabedisk. Okay, jetzt haben wir wirklich alles, was mit L zu tun hat. Okay, dann fehlt nur noch die Tür. Ja, die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Ah, hat er noch was? Er blutet. Das Blut hat begonnen zu grinnen. Bei dem kommt die Hilfe wohl zu spät. Computerterminal zum Überwachen und Aufzeichnen der größeren Gerätschaften außerhalb der Einrichtung. Scheinen dazu benutzt zu werden, die Benutzung des großen Fahrstuhls sowie den Flugverkehr auf dem Heliport zu kontrollieren. Also auch nicht mein Computer, den ich suche. Okay. Warte mal, wir bluten, ne? Oder? Ist das Blut von mir? Oder... Ah, ne. Also aktuell blute ich nicht mehr. Und sie läuft auch noch ziemlich gesund, würde ich sagen, oder? Die paar Piekser von dem Flugsaurus hat uns anscheinend nicht so gedamaged. Okay, ich vertraue mal darauf. So, nochmal auf der anderen Seite gucken. Ne, da war nichts mehr. Okay. Eine Maschine zum Speichern der Daten, die in den Terminals verarbeitet wurden. Dann gehen wir mal weiter. Karte? Die Außenbereichskarte hängt an der Wand. Daten aufzeichnen? Yes. Gut. Private Sachen des Personals, nichts von Nutzen. Umversorgung. Oh nein, Flugsaurier. Schnell durch. Medizin M. Kein Platz mehr. Super. Oh Mann, das ist doch kacke mit Flugsauriern. Steh auf, Regina, hallo! Sag mal, bin ich jetzt tot oder was? Hallo? Stehst du bitte auf? Okay, jetzt ist er verletzt. Jetzt sollte ich vielleicht was nehmen. Ja, ist halt kacke, wenn man gegen die Viecher fast nichts machen kann. Ich weiß, ich glaube, sie blutet nicht, oder? Ich gebe ihr einfach mal Medizin M. So. Und weg. Oh Gott, gleich zwei aber auch, ne? Da kann ich nichts machen. Schnell ums Eck. Ob, nein! Geh doch rein! Mann, 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 Mann. Okay. So. Und wieder eine Schlüsselkarte? Nee, das ist was anderes. B1 krank. Krank? Krankarte, nicht krank. Krankarte. Ah, wo diese Klötze im Weg waren. Dann könnte ich die vielleicht verbauen, damit ich durchkomme. Mhm. Die Karte scheint zum Transport von Chemikalien benutzt zu werden. Okay. Oh.
Okay. Welche Taste drücken? Was weiß ich? Mach mal blau. Ach du liebe Zeit, diese Rohre. Oh. Wir müssen ein paar Rohre verlegen. Auf der Seite ist jetzt überall blau eingedrückt, wenn ich das richtig sehe. Okay. Mache ich mal hier. Auch blau. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, das passt schon mal nicht, ne? Oder kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel hier jetzt was anderes drücke... Ey, bleib doch mal... Wenn ich jetzt zum Beispiel rot drücke, kommen dann zwei oder... Ah ja, dann kommt noch eins. Aber wenn ich zu viel mache, dann... ich muss wahrscheinlich alle drei machen. Alle drei müssen schön verlegt werden, nehme ich mal stark an. Aber natürlich in der richtigen Reihenfolge. Damit, die auch in ihre Position fahren können. Warte mal, kann ich nochmal rot drücken, bitte? Das ist ja genau falsch. Was ändert sich, wenn ich hier rot drücke? Ändert sich dann irgendetwas? Anscheinend nicht. Nichts. Ah, okay, Moment. Also. Geht jetzt nochmal rot? Nee, rot ist kaputt. Okay. Okay. Ich würde gerne alle nochmal alle nochmal rückgängig machen hier. Mhm. So. Okay, und das ist das letzte noch. Mal hier probieren. So, jetzt sind alle nochmal weg. Okay. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Okay. Ja, das Ding ist, da muss man gucken, mit wem ich eigentlich anfangen will, ne? Oh, das passt fast. Das wäre fast richtig. Oder wir lassen mal das. Wir lassen mal das auf hier. Und machen hier... Wo habe ich hier rot gedrückt? Oh, wenn ich mir sowas merken würde, ne? Okay, gut. Machen das nicht hier, sondern... Da. Dann passt das. Alles klar. Also bei Rot müssen wir die äußeren nehmen. Wie es mir scheint. Und gucken, wie ist eigentlich Grün? Aber Grün ist eine lange Gerade. Das habe ich mir ein bisschen erhofft. Das heißt, bei Grün müssen wir einfach die Mitte nehmen. Also auch nicht so. Grün. Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir blau... hoffentlich muss blau nicht zuerst kommen, aber sieht eigentlich bis jetzt ziemlich gut aus. Ja, der geht oben drüber. Das ist doch perfekt hier. Das ist doch perfekt. Also würde ich jeden Tag nur Rohre verlegen. So.
Okay, das läuft. Ah, wo haben wir denn? Genau, haben wir ja schon gemacht. Ja. Naja, das System leuchtete eigentlich sofort ein. Okay, Max, dann schönen Abend noch und bis denne. Okay. Ein Regal soll ich noch verschieben. Ja, gucken wir dann. Alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir erstmal das hier gemacht. Also das läuft. Das ist bestimmt auch gut so, dass das läuft. Für spätere Dinge. Ah, das Regal, ja, das sieht schon ziemlich sass aus, ne? Also, in der Tat. Ich habe eh keinen Platz. Ah doch, eine Medizin kann ich mitnehmen. Habe vorher eine gebraucht. Gut. Sehr gut. Okay, mehr ist hier nicht zu machen, ne? Das heißt, ich muss wieder zurück in den Wahnsinn. Den Flugsauruses. Wie heißen die nochmal mit ihrem mit ihrem eigentlichen Bezeichnung, die klassischen Flugsaurier? Merke ich mir als nicht vom Namen her. Ach, früher habe ich die alle mal auswendig gekonnt. Mit den geilen Dino-Heften, die man da sammeln konnte. Aber mittlerweile sind da doch schon viele in Vergessenheit geraten. Viele Namen. Pterodactylus. Ja, kein Wunder, dass ich das vergesse. Okay, das läuft. Mhm. Drücken! Nein! Mama. Okay. Okay. Bin ich gut. Einer weniger. Waren aber zwei. Ja, es waren zwei. Kann ich mit dir nicht das gleiche irgendwie machen? Hab keinen Platz, deswegen nicht wundern. Aber schon coole Flugsounds. Läuft ja alles, hä? Das hätten auch wir werden können, ja. Aber anscheinend habe ich schnell genug die Tasten gedrückt. Ein Glück. Sonst hätte es jetzt Regina Gulasch gegeben. Oh, hier läuft alles. Ich kann aber nichts machen, oder? Okay. Nach wie vor geht da nichts. Einfach zurückgehen. Eventuell kann ich jetzt den Fahrstuhl benutzen. Den einen. Wenn er Bock hat. Hier, der leuchtet grün. Das ist doch gut. So. Ist das Steuerfeld mit dem Strom versorgen? Ja. Okay, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Los geht's. Jetzt kein Oberdino. Viel zu groß. Ja, da brauchen wir jetzt die Krankarte, nehme ich mal an. Ja, ja, ja. Soweit, so gut. Okay. Luke, was ist mit dir? Sieht wie eine Notluke aus. Sie kann nicht von dieser Seite geöffnet werden.
Okay. Also wenn wir jetzt Chris Redfield wären, dann würden wir die Kisten einfach verschieben. Wer kann das? Vor allem seit dem fünften Teil. Okay. So, okay. Bin schnell weggedrückt, aber ich vermute doch mal stark, wir brauchen hier unsere Krankarte. Nein, hier bin ich falsch. So, B1 Krankarte. Das war toll. Ich mochte Teil 5. Allerhopp. Will man dazu sagen. Ja, warum auch nicht? Also im Korb hat es ja Bock gemacht. Eins der vielen Kranrätsel. Okay, das kommt öfters. Das wusste ich auch nicht mehr. Okay. Willst du den Kran bedienen? Ja. Ah. Das war ja ganz komisch, das. Ah ja, okay, okay, okay. So, mal überlegen. Ich muss ja eigentlich nur den, der da im Weg ist. Okay, mein Kran. Es ist ein Schatten vom Kran, wäre gut. Aber ich denke mal, der steht in der zweiten Reihe. Okay. Das war so, dass ich jetzt zwei Hochs habe. Einen links, einen unten und zwei rechts, ne? Und einmal kann ich hooken. Und einmal kann ich ihn befreien. Okay, dann probieren wir das mal. Dann möchte ich gern einmal nach oben fahren, bitte. Okay, ich muss das ganze Programm erst reinmachen und dann geht die Fahrt los. Dann werde ich ja sehen, ob der Kran richtig steht. Ja, der muss in der zweiten Reihe sein. Beziehungsweise, ja, es ist ja eine fette Kiste. Es könnte auch die erste Reihe, wie man sehen will. Ich habe das jetzt eher quadratisch betrachtet. Okay, gut, dann gehen wir jetzt eins nach links. Gucken. Dann gehen wir eins runter. Nach rechts. Ach, Moment, der. Oh nein. Oh. Ups. Ja, mal gucken, vielleicht macht das ja doch richtig, keine Ahnung. Wollte eigentlich am Anfang nur eins nach oben. Ja, mal gucken, vielleicht passt das. Release. Start. Mal gucken, was er macht. Ja, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Nee, das war nix. Okay. Ich wusste nicht, dass der gleich zwei Schritte macht. Ich dachte, ich hätte zwei zur Verfügung, wisst ihr? Ja, das macht die Sache natürlich ein bisschen blöder. Okay, dann. Wir haben mal zwei hoch. Eins runter. Eins links. Gucken. Muss ich wirklich alle benutzen? Kann ich nicht einfach gehuckt lassen? Das wäre zu einfach, ne? Egal, aber mach das mal. Mach dann mal zwei rechts und release. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ja, das war der Plan. So, jetzt muss ich aber nochmal. Ich hoffe, ich darf nochmal. So weit, so gut. Okay, gut, ich darf nochmal. So, dann ist der obere ja quasi noch im Weg. Machen wir zwei hoch. Guck. Ich versuche jetzt mal, aber wahrscheinlich muss es ein vollständiges Punkt. Mal gucken, ob es geht. Lässt er den dann einfach gehuckt? Das wäre natürlich praktisch. Aber was macht er jetzt? Habe ich ihm gar nicht gesagt. Ach, er geht in seine Ausgangsposition wieder zurück. Oder wie?
Okay, dann lasse ich das jetzt so. Wenn das okay ist. Exit. Okay, cool. Also was mag ich. Müsste ja jetzt durchkommen. Mir das Ding nicht auf den Kopf fällt. Ja, passt. Jetzt sind wir wieder hier. Cool. Beim ersten Mal hatte ich zwei Anläufe gebraucht. Ja, ich finde, wenn man es gecheckt hat, ist es ja nicht mehr so schwer. Vor allem, ich habe erst gedacht, man muss das Programm, man muss alle benutzen, aber man kann es ja jederzeit ja abbrechen. Das macht es ja nochmal einfacher. Schon wieder ein Regal vergessen? Wir haben den Regal. Hier war ein Regal. Ach, das Ding da. Ja, an dem bin ich vorbeigelaufen, das stimmt. Aber ich befürchte, ich bin voll. Ja. Geht nix. Blutstiller, no. So, jetzt habe ich den ganzen Spaß gemacht. Nur damit ich diesen Fahrstuhl benutzen kann. Oder was geht jetzt noch? Ich habe ja jetzt immer noch nicht den Computer für die ID-Card. Also wir haben viel erlebt, aber nicht das, was ich erleben wollte. Was habe ich? Ah, wir haben aber, wir können eine neue Tür aufmachen, aber ich wüsste ja nicht mal, wo die Tür ist. Wir haben nämlich die Schlüssel für L, ne? Hatten wir noch eine Tür offen? Ich glaube nicht. Aktuell. Noch ein E-Hammer zum Teil. Gucken, ob irgendwas passiert. Oh, shit. Was sind da jetzt Gegner? Oh. Blutest du? Oh! Du Mistvieh. Wollte nur gucken, ob du blutest. Oh. Der hat mir eine gebatcht. Eieiei. Hat der mir eine gebatcht, ey. Interessant, dass jetzt aber wieder Gegner da sind. Hallo, Conny. Vielleicht nochmal zu Rick gehen. Der hat ja gemeint, er ist wieder in der Steuerkommandozentrale. Ah, die kleinen Fresssäcke. Hallo. Oh, hier können wir speichern. Ja, da war sonst nichts mehr. Na gut, na gut. Schön weiter essen. Will gar nicht stören. Hier ist die Musik wieder böse. War das, was wir eben gemacht haben, war das eher Ricks Weg? Ich wundere mich halt, dass das jetzt so storytechnisch gar nichts gebracht hat, was wir getan haben. Ich wollte hier wahrscheinlich, ja, erstmal wieder Zeug raus.
Ja, mehr geht halt nicht. Ah, Big Rigsweg, ja. Den hätte ich jetzt schon gelöst, ne? Aber wir irren herum. Moment mal, es gibt Orte, wo ich schon länger nicht mehr war. Ich muss einfach die alten Gebiete nochmal absuchen, wo ich heute noch nicht war. Das muss ich halt finden. Sonst wird das nichts. Abseilen, ja. Das Abseilen ist ja gar nicht mehr notwendig, ne? Weil wir jetzt immer alles offen haben. Okay. Geh nochmal auf die linke Seite. Aber es gab noch einen anderen Vent. Den ich mal nochmal benutzen will. Wo war denn zum Beispiel... Hier vielleicht. Jetzt mal nicht rausrennen, sondern Türen benutzen. Büro. Guck mal. Okay. Großer Raum. Mit einem Computer. So, da haben wir ihn doch, Leute. Da haben wir ihn doch. Okay, ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Die Daten des Personals der ersten, zweiten und der Ebene B1 sind in diesem Terminal registriert. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Okay, dann fangen wir mal an. Hat sich jetzt nicht so lange angefühlt, weil wir halt Ricks Weg noch mitgenommen haben. Das mit dem Kranspiel schon und so war ja auch interessant, finde ich. ID-Karte. Initialisiere Kartendaten, Schreibsequenz. Personalregistriernummer eingeben. Tja, weiß die jetzt zufällig jemand noch? Wahrscheinlich nicht, aber die müssten wir nachlesen können, ne? Moment. Aber nicht, dass wir es hier nachlesen können. Aber hier sind ja nur die Dinger. Los öffnen. Nee. Das ist, weil die sich nichts mitnimmt, ne? Die lassen immer alles liegen. Die steht in diesem Raum. Ah gut, dann ist es in diesem Raum hier. Okay, gucken wir uns nochmal um. Memo. Ja, das war die Pager-Nummer. Das ist es nicht. Aber hier. Speziell jetzt Sanktion 3, Energiestabilisator, Experimentierraum. Moment, ist das aber die Nummer, die wir brauchen von Paul Baker? Ich dachte, wir wollen ins Labor, nicht in dieses... Ja gut, vielleicht hat er auf alles Zugriff. Gut, dann probieren wir das. 58104. Hat er sich jetzt das gemerkt oder muss ich nochmal? Ja, okay. Also nochmal ID-Karte bitte. Aha. So. Registrierung wurde verifiziert. Bitte geben Sie die Fingerabdruckdaten ein. Willst du die Daten eingeben? Ja. Das haben wir ja schon gemacht. Greife auf gewünschte Daten zu. Sektion Stabilisatoren Experimentierraum. ID-Forscher Paul Baker. Willst du die Kartendaten neu schreiben? Ja.
Kartendaten wurden überschrieben. So, die Datenkarte kann neu beschrieben werden, wenn das Personal wechselt. Okay. Ich glaube, das müssen wir irgendwann nochmal machen, ne? Nur dann halt mit der anderen Sektion. Gut. Dann können wir endlich dem Wunsch von Gail nachkommen. Muss ihn nur wieder finden. Ah, das wird schon. Oh, da sind wir ja schon. Genau da wollte ich hin. Glaube ich, oder? Ja, hier. Zu den Fahrstühlen. Und du hast die Karte benutzt. Cool. Ajo! Danger, Danger! Und schieß. Oh, die Munition ist leer! Boah, der schmeißt mir die... Ich wollte eh gerade die Waffe wechseln, danke. Shit. Warte mal, Schrotgewehr. SK-Patron 25. Okay, nice. Los geht's. Ich schaue auch meinen. Bist du noch nicht tot? Boah, du Bastard. So. Yeah. Und meine Waffe bitte wieder. Das ist ja cool, dass die einem die Waffe wegschlagen können. Das wusste ich auch nicht mehr. Memories of Evil. Danke für dein Follow. Dankeschön. So. Eine Akte mit dem Titel Sicherheitshandbuch, Teil 1. Willst du die Akte lesen? Yes. DDK, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung, ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasierende Schlüssel degutieren, Teil 1. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen statt Buchstaben befinden, können die Zahlencodes für Buchstaben darstellen. Hier ist eine Korrespondenzliste von Zahlen und Buchstaben zum Dekodieren. A ist 1, B ist 2. Ja gut, okay, das ist ja noch leicht zu enträtseln dann, wenn das Zahlen sind, alles klar. Okay. So. Ja, werden wir gleich machen müssen, nehme ich an. Ich habe da hinten schon die Tür gesehen. Das ist eine Map. In dem Feld wird eine Karte von Ebene B1 gezeigt. Willst du die Kartendaten speichern? Yes. Hallo, Tamasho. Bin gespeichert. Kartenmenü. Stehen Sie bereit. Wunderbar. So, ich nehme an, das bleibt hier noch zu. Jawohl. Okay. Ja, dann bleibt hier nur noch die Tür. Das ist hoffentlich die, von der ich alles habe. Aber sollte ich ja. Ein L, jawohl. Von L habe ich alles. Sehr gut. Können wir wieder rätseln, Leute. DDK mit der richtigen Information wird benötigt, um das Schloss zu öffnen. Willst du den DDK benutzen? Ja. So, schauen wir uns das mal an. Ich hole mir da wieder meinen Zettel. Ihr dürft natürlich auch gerne miträtseln und entkodieren. Okay, das ist jetzt natürlich schon ein reiner Zahlencode. Wir wissen ja, was damit gemeint ist. So. Okay, schauen wir mal. Ja. Gut.
Das kommt, die kommen ganz weg. Das. Ja, das wird ein Wort bei mir. Das ist schon mal gut. Okay, ich glaube es zu haben. Ja, das wird es höchstwahrscheinlich sein. Also, wenn das deren Passwörter sind, ne? Dann, brauchen die sich über Sicherheitsprobleme nicht mehr wundern. Ich weiß ja nicht. Nee. Ist noch nicht fertig. Tori, passt genau. Ja, okay. Laboratory. War ja noch einfach. Man musste ja nur die Zahl mit Buchstaben. Aber ich weiß, dass die später noch kniffliger werden. Da freue ich mich schon drauf. So. Ich habe wieder auf Exit gedrückt, ne? Warum mache ich das immer? Weil ich einfach gewohnt bin, dass da unten rechts ein Enter ist. Ah. Ich hält, ey. Anstatt, dass ich lese. Naja. Labor. Sorry. Enter. Oder? Laboratorium. Ja. Gut. Es ist offen. Yay. So. Was war bei euch? Ja, gelöst. Nice. Fällt dir was beim DTK-System auf? Ja, dass es sehr unsicher ist. Passwort zum Labor ist Labor. Nice. Die Eule, wo hast du das verstanden? Ja, nein, gerne mal vertauscht. Das ist auch fies, ne? Sowas gehört sich doch nicht. Okay, Leute. Okay, da kommt schon wieder ein Vieh. Ja, sorry, Gail, es hat ein bisschen gedauert. Zeig dich. Hä? Oh! In der Laserschranken? Was hätte ich geschossen? Alles klar. Ja, aber ich muss die jetzt öffnen. Oh, es sind zwei. Kann ich die nicht so erschießen erst? Ich weiß nicht, aber wenn es nicht geht, dann würde ich mich ärgern. Muss doch eigentlich gehen. Ja, das geht. Mach's mir easy. Steht ruhig wieder auf. Ich will euch sehen. Ich will sehen, was ich töte. Na, einer muss noch leben. Einer muss hier noch leben. Verarscht mich nicht. Ich weiß, dass mich einer verarscht. Ich weiß es. Aber ich kann nicht... Ich kann nicht abdrücken, wenn ich es nicht genau weiß. Deswegen... Öffne ich jetzt. Tod. Wo ist dein Blut? Okay. Er hat auch Blut. Okay. Ja, die Schotti haut natürlich rein, ne? Wir haben aktuell keine normale Munition. Aber gut. Wird sich auch mal wieder ändern. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Wo? Guten Tag. Jeez! Oh, das dauert halt, ne? Muss ein bisschen länger. Bis sie abdrückt. Aber ist okay. Ist okay. Blutig? Ne, ich blute nicht. Noch einer?
Anscheinend nicht. Ich guck erstmal und dann... Erstmal den Raum sichern. Okay, aber was ist denn das hier für ein Blödsinn? Alle Datenspeicher sind elektronisch verschlossen. Der Schlüsselchip... Ich drück zu schnell. Okay, nochmal. Der Schlüsselchip mit dem richtigen Daten muss zum Öffnen benutzt werden. Okay, das eine ist eine rote. Oh, was ist denn das? Was ist das? Das sieht besonders aus. Oh! Pistolenvisier. Ein kritischer Treffer richtet großen Schaden an. Ach nee. Wie ist das für die... Oh, das kommt ja jetzt genau wie gerufen hier. Perfekt. Habe ich das jetzt schon drin oder wie ist das? Pistolen... Ah, das ist doch für die Pistole, ne? Moment mal, nur kurz... Wie mache ich denn das so? Jetzt. Umbau plus Visier, ja. Okay. Ich dachte erst, es ist für Dingens, weil die so rot markiert war, aber das lag nur daran, weil ich sie ausgerüstet hatte. Okay, nice. Ja, wenn ich mal wieder Muni habe für die Waffe, freue ich mich. So, was ist damit? Ein Terminal für das Management der Schlüsselchips, die benutzt werden, um den Datenspeicher zu öffnen. Die Schlüsselchip-Daten können hier eingegeben und der Datenspeicher von hier durchsucht werden. Okay, aber wir haben davon noch keine Ahnung. Gut. Ich habe ja noch keine Chips. Aber ich habe noch Chips. Gute Paprika-Chips für nach dem Stream. So. Mhm, wenn ich kann. Nice. So, was ist das? Hier wird die Kategorie der gespeicherten Daten gezeigt. Das Waffenentwicklungsprojekt dieser Einrichtung. Aha. Da ist noch was. Mitgenommen. So, okay, ich glaube, der Raum ist fertig. Vorerst. Ich komme wieder, wenn ich Chips habe. Ich glaube, ich kam von hier, ne? Meine ich. Dann gehen wir mal durch die andere Tür. Aber wir müssen auch noch die Halle fertig machen, wo wir vorhin waren. Forschungsbereich. Guten Tag. Oh nein. Schnell. Shit, ich habe einmal zu viel gedrückt. Ah, das tut in der Seele weh. Oh nein. Oder... Okay, also zwei reichen in der Regel. Müssen wir mal aufpassen. Zwei reichen in der Regel. Okay, was habt ihr denn auch so geschrieben? Ah, der lebt noch. Oh, jetzt letzte nach. Oh Gott, jetzt habe ich nochmal... Ich hätte mir ja gedacht, der fällt so langsam. Ich denke, der bleibt da noch stehen. Aber der braucht einfach so lange zum Fallen. Die schöne Muni, ich heul gleich. Was? Moment, das will ich wissen. Was habt ihr da geschrieben? Loscrollen. Funktioniert nicht. Ah, okay. Das mit den Laserschranken. Das wäre natürlich interessant gewesen, aber die kriegen anscheinend keinen richtigen Schaden, ne? Ja, sie bluten auch nicht. Erst nachdem ich sie angeschossen habe, sieht man auch Blut und... Schade. Aber Respekt, dass du eine halbe Stunde da rumstandest und es probiert hast. Ey, ohne Mist, wenn es gehen würde, ich würde auch eine halbe Stunde dastehen. Hauptsache für die Muni sparen. Apropos. So, mir geht's eigentlich noch ganz gut. Ich guck mal kurz rein. Ah, zwei Stecker habe ich nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal einen gerade. Okay, dann müssen wir es leider erstmal lassen. Konferenzraum. Ist denn jetzt Gale?
Dann kriegen wir schon wieder neuen Stuff. Das ist für E. Haben jetzt E vollständig, ne? Cool. Können wir gleich weitermachen. Können wir gleich nochmal rätseln hier. Aber zuerst kriegen wir die neuen Rätselinstruktionen. Denn es muss natürlich etwas komplizierter werden. Schauen wir mal. Sieht wie das Tagebuch eines Forschers aus. Willst du es lesen? Yes. März. Dritte Energie. Ein System, das scheinbar aus dem Nichts unendlich viel Energie erzeugen kann. Wenn dieses System problemlos läuft, ist eines der größten Probleme unserer Zeit gelöst. Es ist richtig, dass das System ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Wir waren bereit mitzuarbeiten, weil es auf eine bessere Zukunft hoffen lässt. Doch etwas stimmt nicht. Das Militär behandelt uns übertrieben freundlich für die einfache Entwicklung eines grundlegenden Energiesystems. Ich muss den wahren Nutzen dieses Projektes herausfinden, bevor irreparabel Schaden angerichtet wird. Was plant dieser Mensch nur? April. Ich konnte im letzten Monat keine Hinweise finden. Er ist ein echtes Genie. Er scheint unsere geheime Nachforschung bemerkt zu haben. Ich hörte, er habe irgendwo auf dieser Etage ein Geheimlabor eingerichtet. Um herauszufinden, was er vorhat, muss ich dieses Labor finden. Juli. Endlich hat Mike etwas gefunden, das auf den Ort des Geheimlabors hinweist. Er sagte, er habe einen Hinweis an unseren geheimen Stelle in der Bibliothek versteckt. Kirk hat sich regelmäßig mit Oberst Clay, dem Leiter des Projektes, im Computerraum getroffen. Was haben die nur vor? Interessant. Die Hinzugabe eines Gases mit einer Giftigkeit von unter 30% kann das Gas komplett neutralisieren. Rotes Gas neutralisiert das Gift in grünem Gras. Gas. Kein Gras. Blaues Gas neutralisiert das Gift im orangenen Gas. Grünes Gas neutralisiert das Gift im violetten Gas. Denken Sie beim Mischen von Gasen an diese Regeln. Och, ich will nichts mischen. Warum muss ich das immer machen? Das kann ja was werden. Dieser Computerterminal steuert den Experimentierraum von hier aus. Auf der Anzeige steht etwas. Schlosscode 7248. Das können wir uns mal merken. 7248, der Schlosscode. Okay. Ein Stecker! Brauche ich auch noch einen. Nichts mehr. Okay. Steckerle. Gut. Freunde, ich werde hier die Halbzeitpause machen. 5 Minütchen. Und dann geht's weiter mit Dino Crisis. Nicht vergessen, heute Wunschmusik gegen 20.15 Uhr zum Streamende. Da der Stream donnerstags ja nicht so lange ist, gibt's eure Musik. Könnt euch jederzeit was wünschen. Ich bin gleich wieder da und dann geht's hier weiter mit Dino Crisis. So, bis gleich. Und nicht vergessen, morgen kleiner Spezialstream, ausnahmsweise keine Wünsche, sondern wir schauen uns Stranger in Paradise Final Fantasy Origin mal an. Und am Samstag gibt es Grandia 2 mit Gimli. So. Ich werde das Spiel mal speichern, dann geht's gleich weiter. Nämlich wir haben schon länger nicht mehr gespeichert. So, Dela. Kehren wir mal zurück. Jetzt wieder hierher. So, okay. Bisschen darüber. Gut. Hallo Nincat. Alles bestens hier und selbst. Und hallo Marc. So. Gut, dann wollen wir mal.
Wo habe ich meine... Ah ja, hier, alles klar, gut. Ihr habt Bild, ihr habt Ton, ihr habt alles, gut. Dann los. Was habe ich gemacht? Ach ja, wir haben das uns durchgelesen, ne? Wir haben uns das mit dem Gasgemisch uns mal angehört. Das muss ich wahrscheinlich nochmal lesen, wenn es soweit ist. Welches was neutralisiert. Und sonst, ja, keine Ahnung. Wir hatten noch einen Flur, den müssen wir noch fertig machen. Und dann schaue ich mal, was hier ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon hier gekommen bin. Einfach mal gucken. Die Tür ist verschlossen. Und es ist nirgends ein Schloss oder etwas Vergleichbares zu finden. Ach ja, und theoretisch haben wir wieder sämtliche Codes für eine weitere Tür mit Passwort bereit. Wir müssen nur noch die Tür selbst finden. Aber ich glaube, hier geht erstmal nichts mehr. Also zurück. Mal hier weiter. Oder bin ich von hier gekommen? Anscheinend nicht. Bräuchte halt noch einen Stecker, ne? Wegen normaler Pistole. Oh, ist hier Pistolenmuni? Das wäre ganz nett. Blutstiller? Nee. Ich brauche Pistolenmuni. Computerraum. Muni? No, okay, einen Stecker nehme ich gerne. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz frech zurück. Ah, und hier können wir auch regulär speichern. Gut, 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 gut. Ich will nämlich gerade noch das Steckerdings öffnen. Aber nur, ich öffne es nur, wenn da eventuell auch Munition drin ist. Aber das steht ja immer dran. Mal schauen. Rot wäre eigentlich besser. Ich glaube, das leuchtete grün, ne? Aber da war auch schon mal Munition drin. Deswegen gucke ich es mir mal an. So, in dieser Notfall kann Medizin gelagert werden. Okay, da ist nur Medizin drin. Das brauche ich nicht. Dann werde ich die Stecker hier erstmal nicht benutzen. Nope. Warte ich lieber ab. Bei Heilung haben wir echt genug. Was haben wir denn hier? Ein besonders geformter Schraubenzieher für die Wartung von Computern. Okay. Den nehmen wir mit. Ganz ein Werkzeugkasten hier. Dort drin sind Werkzeuge zur Computerwartung. Okay. Den Rest will sie nicht. Es ist ein Hinweis zum Steuerfeld neben ihm. Achtung, rühren Sie diese Steuerung nicht an, es sei denn, das Schlosssystem versagt. Diese Schaltung liefert den zur Öffnung des Schlosses nötigen Strom. Hm. So, hier ist nämlich noch alles aus. Terminal zur Bedienung des Supercomputers. Es ist nicht angeschaltet. Alles aus. Halt das ist an. Eine Simulation läuft auf einem Supercomputer. Die Ergebnisse der Berechnung werden auf dem Monitor angezeigt. Hm. Warte mal, was ist denn das? Ein Schlitz für einen Kartenschlüssel. Ein weiterer befindet sich auf der anderen Seite des Monitors. Oh. Müssen wir wohl zu zweit machen, ha? Wird genutzt, um die Energieeffizienz der dritten Energie zu berechnen. Das kannst du doch noch gar nicht wissen. Aber na gut. Ja, ich wollte das lesen. Eine Akte, ja. Einfach mal lesen. DDK, das elektronische Schlosssystem der Einrichtung, ist überholt worden. Ein neues Codesystem, das mehr Sicherheit gewährleistet, wurde eingeführt. Bei der Passworteingabe müssen Sie Folgendes beachten. Zahlenbasiertes Schlüssel dekodieren Teil 2. Wenn sich im Schlüsselfeld Zahlen befinden, können die Zahlen
angeben, welche Reihen weggelassen werden müssen. Okay. Ein Beispiel. Wenn der Schlüssel 2 ist, sollten alle Zeichen des Codes ab der zweiten Reihe wegfallen. Alles klar, okay. Soweit verstanden. Okay. Experimentalbereich, Steuerprogramm läuft. Schlosszustand an. Wollen Sie das Schloss öffnen? Ja. Geben Sie Bereichsnummer zum Öffnen ein. Ist das der Code von vorhin? Hat denn jemand noch? Ich könnte auch hochscrollen zur Not. Team 248, dankeschön. Bei sowas da, das machen wir mit Chat. Da jetzt extra nochmal nachgucken oder nachrennen, das wäre ja dumm. Theoretisch wissen wir es ja. Theoretisch hätte ich es mir auch aufschreiben können. So, 7248. Bereichsnummer bestätigt. Das Schloss der Gasraumtür ist nun offen. Aber will ich da wirklich rein? Ich weiß ja nicht. Kann ich noch was da machen? Muss das Gas natürlich erstmal neutralisieren, ne? Er ist an. Okay. Können wir auch nicht mehr ändern. So ruhig hier. Okay. Spielstand. Ja, haben wir ja gerade gespeichert. Ist gut. Haupthalle B1. Das ist rot. Das will ich haben. Munition. Ja. Will ich. So. Patronen für die Pistole. Da kommen wir doch ins Geschäft hier. Mhm. Ein Schrot, SG nehmen wir auch. Ah, theoretisch auch mit, ne? Ist beides. Aber wieso habe ich denn unterschiedliche Munition? Das nimmt mir nur unnötig Slots weg. Aber ist alles für das Schrotgewehr angeblich. Okay, da war nur noch eins. Escape. Na gut, die kann ich dann lassen. 00 Schrot. Habe ich einmal hier 10. Hier könnte ich noch auf. Okay. Ja, lassen wir es mal so. Hier Heilung. Eine wieder. Das ist zu viel Heilung. Ich leg eine Heilung nochmal weg. So. Okay. So, lassen wir es erstmal. Jetzt wechseln wir die Waffe. Solange die kleinen Dinos noch kommen, passt das schon. Außerdem haben wir die jetzt so schön umgebaut. Das wollen wir jetzt natürlich auch austesten. So. Gut. Das ist kein Problem. Bin ich jetzt, jetzt bin ich wieder hier. Oder? Das war doch die Tür, wo wir reingegangen sind. Obwohl, ne, Bibliothek, Moment, das ist doch was anderes. Der Bibliothek? Ach doch, das ist die Bibliothek. Ach so, ja, okay. Das ist halt eine sehr moderne Bibliothek. Okay. Aber das war ja mit dem Chip-Gedöns, da haben wir ja noch nichts Passendes, ne? So, was muss ich... Ah, diese eine Tür. Ja, ja. Die müsste ja jetzt aufgehen. Nochmal im Kreis hier. Hm?
Kann ich hier was machen? Gasexperimentierraum. Jetzt erstmal schön sterben. Ah ne, das Gas ist dahinter, okay. Ah, jetzt kommt das Rätsel. Okay, ich muss mir... Oder steht das auch hier nochmal? Ich muss mir das nochmal durchlesen, was neutralisiert. Hinweise für das Gasmischungsexperiment. Der für Menschen tödliche Giftigkeitswert des Gases ist 85% und alles darüber. Je näher die Farbe des Gases an eine der Grundfarben Rot, Grün und Blau herankommt, desto giftiger ist das Gas. Wenn ein Gas durch das Mischen unsichtbar wird, sind alle Toxine neutralisiert. Alles klar. Dann guck mal eben nochmal schnell, was das stand in dem Nachbarraum, was killt. Hier, ne? Okay, also Rot killt Grün. Blau killt Orange. Grün killt Violett. Okay, schauen wir mal, wie es aussieht. Oh, da ist jemand drin. Drei Knöpfe, mit denen das Gas in den Gasraum geleitet wird. Okay. Ja gut, was haben wir denn da jetzt? Jetzt hat es einen Wert von 50%. Also Rot killt Grün. Blau killt Orange. Und Grün Violett. Was, aber das hier, das ist ja nix. Es ist eher gelblich, aber was killt denn... Ach, ich mache einfach mal. Bei Rot killt Grün, Grün war Violett und Blau Orange. Also würde ich am ehesten Blau machen, weil es so gelblich ist. So, jetzt würde ich es eher Rot machen. Oh ja, der verreckt gleich. Violett, jetzt müssen wir Grün machen. Grün killt, glaube ich, Violett. Das sieht schon besser aus. Jetzt ist es wieder so gelblich. Oder geht das ins Grüne? Was meint ihr? Was soll ich jetzt drücken? Also so war es vorhin schon. Jetzt sind wir wieder bei 50%. Aber Blau war nicht richtig, ne? Dann muss es ja eigentlich Rot sein jetzt. Doch nochmal Blau, okay. Ah doch, es ging ein bisschen runter. So, dann haben wir jetzt einen Fehler gemacht das letzte Mal. Weil dann ging, als ich dann was gedrückt habe, ging es wieder hoch. Rot killt Grün. Aber das ist ja nicht Grün, das ist eher bläulich. Und ich habe vorhin, glaube ich, Rot gedrückt. Das war falsch. Grün killt Violett. Ja, Grün am ehesten, oder? Ich probiere es mal. Jetzt auf jeden Fall Rot. Was? Aber Moment, habe ich das falsch verstanden? Das Rot... Aber Rot neutralisiert doch Grün. Oder habe ich das jetzt mir schon wieder falsch gemerkt? Ich hält. Was machst du mit dem Arm? Oh, shit. Aber jetzt sind wir ein bisschen tiefer. Es ist ein bisschen unter der 50. Also irgendwie, ne? So, okay, Blau killt Orange. Ja, das geht auch. Ja, es ist halt eher so gelb. Aber wir haben nichts für gelb. Aber es ist am ehesten Orange, also Blau jetzt. Muss Blau sein. Es geht nur so minimal runter, ey. Jetzt ist es Grün. Jetzt ist es grünig. Es war doch Rot killt Grün. Es muss so sein.
Nee, wir machen mit Rot, machen wir das irgend anscheinend immer wieder kaputt. Ey, ich hätt schwören können, da stand, dass Rot-Grün killt. Seltsam. Ey, ich guck mir das gleich nochmal an. So, okay, dann haben wir wieder Grün. So, und ich mache jetzt kein Rot. Weil dann geht's wieder hoch. Warum auch immer. Was meint ihr, was soll ich jetzt drücken? Da stand zwar Rot neutralisiert Grün, meine ich. Aber wenn ich jetzt Rot drücke, geht's wieder hoch. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mir eine Gasmaske gesucht hätte und den da rausgeschleift hätte. Naja. Okay, was meint ihr? Was soll ich drücken? Damit ihr... Ne, das machen wir gemeinsam die Fehler. Da bin ich nicht alleine schuld, wenn der verreckt. Was soll ich jetzt drücken? Blau nochmal. Ja, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, ne, dass man einfach zweimal das Gleiche nimmt, damit es noch konzentrierter wird. Gleich muss es ja so konzentriert sein, damit erst dann es funktioniert. Könnte ja sein. Ja, jetzt ist es aber ganz schön ordentlich oben. Aber gut. Ich habe das gemacht, was Piosas wollte. Aber vielleicht muss es ja erstmal so extrem sein, damit wir es dann ordentlich neutralisieren können. Was soll ich jetzt drücken? Macht ihr mal. Sagt ihr mal. Hier immer schön am Mega. Ja, der John, der Sadist hier. Aber selbst jetzt nicht trauen, eine Antwort zu geben, ne? Na, ich höre. Habt ihr denn aufgepasst? Stille. Kommt auf einmal nix, ne? Auf einmal ist der Chat so ruhig. Was ist denn los? Rot. Nudelmeister hat Rot geschrieben. Ninket schreibt Grün. Aje, oje. Oh ne, ich nehm immer das Erste. Ich nehme immer das Erste, was ich lese. Ich nehme jetzt Nudelmeisters Rot. Okay. Das war schon mal ein Tick besser. Und jetzt? es muss blau... Nee, es muss grün jetzt sein. Das geht ja eher ins Lila an. Es muss eigentlich grün sein. Wenn man mich fragt. Eigentlich grün sein. Haben wir schon mal ein Blau. Okay, ich höre mal weiterhin auf euch. Das ist gut. Das ist gut. Okay, was jetzt? Gleich auf 100. Okay, was soll ich jetzt drücken? Ich traue mich da nichts mehr. Aber ich lese das später nochmal nach. Ich wette mit euch, dass Rot-Grün neutralisiert. Das stand da. Grün. Rot. Okay, ich mach Grün, weil Grün zuerst da stand. Ja, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt? Ich würde jetzt halt wieder volle Kanne auf Rot gehen, ne? Weil das da so stand. Und das, also das ist ja wohl definitiv grün. Meint ihr auch rot, ne? Okay. Okay, alles klar. Gut. Ja, das war das Ding. Das war der Gedankenfehler. Also es stimmt schon, dass Rot-Grün neutralisiert, aber es muss halt ein kräftiges Grün sein. Es darf nicht so leicht grünlich sein, deswegen muss man manche Dinge auch zweimal drücken. Verstehe. So, aber bevor wir jetzt zu dem gehen, will ich mal gucken, was hier noch ist. Oder hier ist gar nichts mehr, ha? Huh? Gasflaschenfeld-Experimente. Die verschiedenen Gase können gemischt werden. Hätte der eigentlich auch sterben können, wenn wir es jetzt so richtig, weil da stand irgendwas von wegen 85% tödlich oder so. Aber er zappelt noch, Leute, er zappelt noch. Alles gut. Konnte sterben, krass. Gonna be okay. What happened? That fool. Who are you talking about? What are you planning, Kurt?
I'm here with the rescue team. Where is Dr. Kirk? Here. This will give you access to his personal lab. Na toll. Eine B1-Schlüssel. Ah, jetzt haben wir so einen Chip bekommen. Mit einer Nummer drauf. 3695. Okay. Ja gut, das hätte ja dann überhaupt keinen Unterschied gemacht. Der wäre so oder so gestorben. Wir hätten die Schlüssel gerade bekommen. Beziehungsweise den Chip. Nur hatten wir jetzt noch ein kurzes Abschiedsgespräch. Immerhin. Oh. Und die Worte Notfallkoffer sind in ihm eingeritzt. Gut, dass ich ihn nochmal untersucht habe. Okay, Notfallkoffer. Alles klar. Meinen die die in der Krankenstation, die ich mir angeguckt habe, oder ist das was anderes? Okay, das mag farblich zutreffen, aber die einzelnen Farbbestandteile sind offensichtlich. Oh. Okay. Danger! Oh mein Gott! Ja, genau. Und jetzt hier, push the button. Yeah. Jetzt werden wir sadistisch. Bevor er durch die Scheibe springt. Einfach nur die ganze Zeit rot rein, oder? Ah, das wird schon, das wird schon. Sehr schön, sehr schön. Welchen Knopf ich drücken will? Ich habe fertig. So. Wo war ich gerade? Ach ja, ich wollte eigentlich Chat lesen, aber gut, dass mich die Musik gewarnt hat. Farbe steigt offenbar gleich stark. Ergo muss manchmal Farbe doppelt hinzugefügt werden, damit eine andere. Ja, das macht absolut Sinn. Jetzt rückblickend. Definitiv, ja. Das stimmt. Lieber nochmal nachdrücken. Als ob ich Mitleid mit diesen Viechern hätte, jetzt mal ehrlich. So oft wie die mich schon zerfetzen wollten. So, was machen wir jetzt? Ich habe Dings noch nicht gefunden, ne? Aber gut, den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe nämlich neue Objekte. Ein kleiner Schlüssel, Aluminiumschlüssel, müssen wir mal nochmal überlegen und. Ja, genau, in die Bibliothek. Nehme ich mal an. Müssen wir jetzt. Dann tun wir das. Das nimmt der Opa persönlich. Sein, dass ich erstmal. Ja, gut. Warum habe ich dich nochmal liegen lassen? Blutstiller. Ja, komm, wir können das mal mischen. Wenn ich jetzt gerade Platz habe, dann. Mach mal. Medizin mit. Blutstiller. Irgendwann brauchen wir es. So. Aber ich mag die Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste gar nicht mehr, dass deine Kreise so viele beinhaltet. Wir haben heute fast mehr gerätselt wie geschossen. Das finde ich toll. Umso trauriger, dass das im zweiten Teil nicht mehr zutrifft, ne? Also nicht mehr so ganz. Ach so, jetzt bin ich doch falsch gelatscht. Ah doch, ich komme außen rum, ja. Und speichern möchte ich auch. Gut, gute Idee. Ja, die Rätsel sind auf jeden Fall eine Steigerung zu den früheren Resident Evils, das stimmt. Absolut. So, jetzt
jetzt nochmal hier rein. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das mit den Chips funktioniert. Was ich da jetzt genau machen muss. Wahrscheinlich brauche ich gleich den Code, keine Ahnung. Dann wird sich hier vielleicht was öffnen. Ich weiß es nicht. So, Terminal für das Management der Schlüsselchips. Mhm. Datenspeicher. Ja, ich muss wahrscheinlich ins Menü. Dann schauen wir mal. Schlüsselchip. Willst du die Chipdaten überschreiben? Ja. Okay, der Code. Irgendjemand hat ihn reingeschrieben vorhin. 3695 war's. Die Zahl wurde bestätigt. Zeige die magnetischen Datenmuster für Speicher 3695 an. Bitte überschreiben Sie das Magnetmuster des Schlüsselchips. Oh Gott, schon wieder ein Minispiel. Okay, was muss ich da machen? Ich glaube... Ich muss erst mal gucken, wie es funktioniert. Ich glaube, der nimmt immer die Pärchen, ne, und setzt sie nach oben. Wenn ich mich nicht irre. Wenn dem so ist, dann... Ja, alles klar. So, dann brauche ich... Zwei volle. Dann brauche ich zwei leere. Und das hier. Ja, dann müsste es stimmen. Gut. Daten überschrieben. Datenspeicher 3695. Die Anzeige wurde eingeschaltet. Nice. Und das kriege ich zurück. Okay. Cool. Das habe ich mal sofort geblickt, immerhin. So. Aber habe natürlich nicht aufgepasst, wo es jetzt rumlämbelt. Da ist es. Alle Datenspeicher sind elektronisch verschlossen. Der Schlüssel... Ja, ich stehe wahrscheinlich wieder falsch, ne? Guck's dir genau an. Was? Ich dachte... Der Schlüsselchip mit dem richtigen Daten muss zum Öffnen benutzt werden. Aber das habe ich doch gemacht. Ich dachte, ich kann da jetzt hier irgendwas rausnehmen oder so. Aber anscheinend liege ich falsch. Oder, ach, mit dem Chip. Deswegen habe ich ihn auch wieder zurückgekriegt. Ja, okay. Oh, so ein Schraubenzieher habe ich auch noch. Für einen Computer war das, ne? Okay. Wir haben immer noch die E-Discs. Da fehlt uns auch noch die Tür. Ein R ist in die Karte geritzt. Okay. Schlüsselkarte R. Ey, so viel Zeug. Prüfen. Ja, gut, ein R halt. Im Speicher ist eine Memo. Willst du das Memo lesen? Ist es nicht die Memo? Ach, egal. Paul! Ich habe den Hinweis endlich, diese Schlüsselkarte ist zum Betreten des Geheimlabors nötig. Ah ja, die einzige Chance reinzukommen besteht während des heutigen Experiments. Hol sofort die andere Karte. Sie ist im Raum des Chefs. Ich hörte, die Geheimcodes stehen auf dem Steuerfeldschlüssel des geheimen Safes. Wenn wir das geheime Labor finden, alles gelöst. Das überlasse ich dir. Viel Glück, Mike. Okay.
Interessant. So, dann sind wir hier fertig, ne? Von Gale keine Spur, aber wir haben getan, was wir konnten. Nice. Moment mal, das ist dann... Die Tür ist eher dumm, dann laufe ich wieder außen rum. Nehme mal die andere. Das Memorandum, ja. So, was macht man jetzt? Dieses Geheimlabor finden, ne? Im Büro, im Chefbüro? Da wo Oberdino war? Oder meinen die was anderes? Da haben wir doch alles schon gemacht, oder? Oder ist da jetzt wieder was? Nee, die meinen bestimmt woanders. Hier eigentlich alles. Ja, da war ja sonst nichts. Er ist immer noch rot. Okay. Wir könnten ja mal zurückgehen. Ja, auf zu 1F. Mal gucken, was der so spricht. Oh, jetzt aufpasse, ne? Könnte jetzt wieder sonst was getriggert sein. Man weiß nie. Wo wollte ich hin? Bin schon wieder lost. Ah, da war ich heute noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Wo führt denn mich dieser Dings nochmal hin? Will mal kurz testen. Nur zur Orientierung. Schauen wir mal. Zu den Toiletten. Ja gut, das war jetzt nicht so das Ziel, das ich mir erhofft habe. Dann gehe ich wieder zurück. Okay. Abseits in den Toiletten, ja. Das muss manchmal. Aber Regina muss jetzt nicht. Kannst noch ein bisschen aushalten. Ach, Gukumoto, da war ich auch schon ewig nicht mehr. Aber ich glaube, das bringt mir hier nichts, ne? Das hat der Dino wieder kaputt gemacht. Okay. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Dann mal zurück. Was war hier? Büro. Ah ja, da war das mit dem Dingens. Irgendwann muss ich da bestimmt wieder hin. Mal dadurch.
Ah ja, Vorhalle, genau. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und dann schauen wir mal. Okay. So, wo ist denn jetzt Dingens? Map. Ich glaube, der ist einfach den Gang durch, oder? Warst du fertig? Ich habe keine Ahnung, ob ich fertig bin. Ich wollte jetzt mal, ich wollte Rick besuchen. Moment, aber da war Rick nicht drin. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich Rick finde, aber ich bin in der Nähe, das weiß ich. Irgendeiner dieser Räume war Rick. Nee, da, ach, ich bin wieder bei den Toiletten. Ja, super. Da hätte ich die Abkürzung doch nehmen können. Rick! Ah, da muss ich durch den Speicherraum wahrscheinlich. Guck mal, Moll. Zwei Karten im Inventar. Ich hab ganz viel. Ich hab keine Ahnung. Ich hab ganz viele Karten mittlerweile. Das eine. Also, es hieß ja bei dem Büro vom Chef. Sein Geheimlabor. Da soll ich ja hin, ne? Also das ist ja das eigentliche Ziel. So. Steuerzentrale, ja. Von hier aus... Doch nur kurz bei Rick vorbeischauen. Ah ja, das müsste hier kommen. Yo, was geht? What? Oh, I don't see any signs of Doc here. Wow, danke fürs Gespräch. So, das geht ja später, ne? Habt ihr ja gemeint. Nicht benutzt werden, ja, okay. Kartenschlitz benutzen mit der Karte. Da, wo diese zwei Schlitze waren, ich dachte, das müssten wir machen, wenn wir zu zweit wären, so gleichzeitig und so, aber... Ach so, okay. Dann versuche ich das wiederzufinden. Aber das war ja da, wo wir waren. Alles klar. Okay. Dann wieder mit dem Fahrstuhl runter und dann werden wir es schon irgendwann finden. Boah, also... Ich meine, das hier ist schon lost, ne? Das habe ich ja einige Jahre nicht mehr gespielt und so vieles vergessen. Bei Dino Crisis 2, Leute, wird es noch so viel schlimmer. Ich hab das, eigentlich ist es ein Blind Game. Also Dino Crisis 2 wird eigentlich blind. Ich habe das damals zum Release gespielt. Zum Release. Und dann nie wieder. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass ich im Grunde gar nichts mehr weiß. So, mhm.
So, das war's aber nicht. Ich guck's mir trotzdem nochmal an. Hey, was war das mit den Zweien? Das müsste da irgendwo kommen. Ich drehe einfach wieder meine Runde dort unten. Ich drehe mal eine Runde. Bei Dino Crisis 2 ist das Vergessen nur Selbstschutz des Gehirns. Bei Dino Crisis 3 ist die Abwehr so hart, dass man sich den Mucks gar nicht erst einprägt. Ja, kann ich beim dritten, also habe ich nie gespielt, will ich auch eigentlich nie spielen, nach Möglichkeit. Aber den zweiten, ich weiß echt gar nichts mehr von dem Spiel, aber ich habe es abgespeichert als deutlich schwächer wie Teil 1, deutlich actionreicher. Das ist das Einzige, was ich von dem Spiel noch weiß. Ich weiß nicht mal mehr, ob man Regina oder jemand anderes spielt. Das weiß ich nicht einmal. Ich weiß gar nichts mehr von Teil 2. Das ist so krass. Oh, shit. Neuzugang. Mistvieh. Hör auf. Oh, das gibt bestimmt eine Blutung, oder? Yep, sie blutet. Okay, ich muss die Blutung stoppen, sonst macht mir das immer mehr und mehr Damage, ne? Aber ich hab ja genug. Kein Problem. S+. Stopp Blutungen. Alles gut. Hätte ich auch eine Blutung allein benutzen können. Aber hatte ich jetzt eh nicht, deswegen gleich mit der Heilung noch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn hier unten Dinos sind, sind wir wohl richtig, ha? So. Hier rein oder nee? Oder doch? Ah, ich guck lieber, komm. Nee, da war das nicht. Da kam dann der Gasraum. Nee, hier war es nicht. Okay, dann weiter. Teil 2 ist gar nicht so übel. Ist zum Weiten schlechter als der erste. Mehr ein reiner Shooter, ja. Schade eigentlich, ne? Ja, ich denke aber im Stream könnte es trotzdem Spaß machen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Nee, meine Erwartung ist eh unten, von daher. Ja, ich glaube, also wirklich auf Teil 3 hat, glaube ich, niemand Bock, oder? Also, ich kenne niemand, ich kenne wirklich niemand. Und ihr dürft euch gerne outen, falls doch, aber ich kenne niemand, der den dritten Teil gut findet. Das jetzt hier? Ah, das hier. Ich hoffe, dass es das ist, sonst hätte ich keine Ahnung, was gemeint ist. Ja. Ein Schlüssel. Gut. Also, ich habe... Schlüsselkarte L. Schlüsselkarte R. Okay, ich probiere einfach mal. Das ist eine 50-50 Chance. Dieses Schloss kannst du nicht allein öffnen. Willst du Gail? Ja, ich wusste doch, das muss man zu zweit machen. Ja, dann komm mal her, Gail. Regina? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight, I'll be right there. So, what's our status? Here, take this. Ready? Okay, on three. One, two, three.
Wow. Als Folter merken. Ach, wenn ihr es euch wünscht, dann spiele ich es halt. Also ich würde es halt von mir selbst aus nie spielen wollen. Aber mich quälen könnt ihr mich damit nicht. Da bin ich Schlimmeres gewohnt. Aber auf welchem System kam das nochmal? Kam das auf Xbox? Also Xbox kam es definitiv, ne? Kam das noch woanders raus? Es gibt keine Blacklist. Also Elden Ring war mal drauf, aber mittlerweile auch nicht mehr. You're all clear. Let's go. Okay. Nur Xbox. Ja, dann könnt ihr es euch doch nicht wünschen, weil ich habe keine Xbox und auch keinen guten Xbox-Emulator. Dann fällt das leider flach. Oh. Wurde mit dem digitalen Diskschlüssel gesichert. Überprüfe das Gerät an der Tür. Ach so, ist wieder so ein Teil. Okay. Mhm. Na dann mal los. Wird wieder entschlüsselt, Freunde. Wird ja hoffentlich das sein, was ich vollständig habe, nämlich das E. Funktion, die zum Öffnen dieses Schlosses benötigt wird. Ja, das will ich machen. Ah ja, okay. So, Moment. Was? So, gucken wir mal. Okay. Ne, Moment, jetzt habe ich einen Gedankenfehler. Moment. Ich will mal kurz was nachgucken, nur um sicher zu gehen. Diesmal bin ich extra auf Dings gegangen. Ach, war eh, ne? Ja, okay. Ja, dann, okay, dann ist es. Ah, Moment. Ach, ich bin dumm, ja. Kann es sein, dass die immer mit dem Anfangsbuchstaben anfangen? So, okay. Ja, okay, ja, das macht Sinn. Ja, gut. Energy. Also, das Entschlüsselsystem ist echt cool. Es macht Bock. Aber letztendlich, die Passwörter an sich sind halt knuffig. Oh, ich darf speichern. Cool. Mhm. Das ist vielleicht auch besser so. Aber hattet ihr es eigentlich? Ah ja, Pandera hat es auch schon gelöst. Bombensichere Passwörter, ja.
total, ne? Aber ja, ne, das hat jetzt auch mit. Das letzte, der Schlüssel L. L wie Laboratory. Und jetzt auch E wie Energy, ne? Also, das ist auch eine kleine Hilfestellung anscheinend, wie es anfängt. Es sei denn, es ändert mal diese Regel. Ich weiß nicht, wie es letzte Woche war. Newcomer hatten wir da. Stimmt, für N. Oh, das sieht ja cool aus. Aus. Einfach ausgemacht. Braucht man nicht. Sieht aus wie das Tagebuch eines Forschers. Willst du es lesen? Yes. Es ist einfach, jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energieeffizienz maximiert. Dem zum Trotze waren wir unfähig, der Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren voranzubringen. Die dritte Energietheorie wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Doch solange es ein unsicheres Element bei der Kontrolle dieser Energie gibt, selbst wenn die Problemwahrscheinlichkeit nur bei 0,1% liegt, ist all meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Der Bereich, der vom überschüssiger Energie beeinflusst wurde, hatte einen Radius von etwa 1 Kilometer. Das Ergebnis des heutigen Experiments wird dem Militär gefallen. Die riesigen Kreaturen, die nach seinem Abschluss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Sobald ich alles analysiert habe, werde ich den Komplex durch den Keller evakuieren. Oh Mann. Größtes Energieeffizienz wird in einem dreidimensionalen Graphen dargestellt. Analyse von Forschungsdaten, okay. Was aber auch, kennt jemand von euch das alte Super Nintendo Jurassic Park Spiel? Ich fand das als Kind ganz nett, aber ich glaube rückblickend jetzt würde ich es nicht mehr so feiern. Habe ich aber früher gern gespielt. Das sieht alles sehr wichtig aus. Dr. Kirks persönliches Terminal, es wird zur Datenanalyse benutzt und kann die Notluke entriegeln. Ah ja. Die haben wir schon mal gesehen. Ja, dann machen wir. Nein? Schade. Beim Kumpel gesehen. Ja, kennen doch einige. Ego-Shooter? Ja, ich meine das auf dem Super Nintendo. Ich glaube, das hatte so eine Vogelperspektive, wenn ich mich nicht irre. Hier ist auch wieder so eine Notluke, ne? Luftluke für Notfälle. Die ist mit elektronischen Schlössern versiegelt. Kann ich die schieben? Ey. Ah, geht doch. Was ist das? Oh. Gewehrschaft. Das ist jetzt aber für die Shoddy. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut. So, aber jetzt equip dich wieder um. Okay. Okay, was haben wir hier noch? Habe ich mir das schon angeguckt? Art-Simulator. Dort sind 3 Schalter. Oh je. A, dritte Energie, Kreislauf initialisieren. B, Initiator einstellen. C, Stabilisator einstellen.
Welchen Schalter betätigen? Ich habe doch keine Ahnung. B. Der Initiator wurde eingestellt. Dann C. Der Stabilisator wurde eingestellt. Und jetzt A. Einfach mal das Ding neu starten. Das war wohl nix. Hab ich kaputt gemacht. B, C und A. Ja, hab ich gemacht, ne? Hat halt so am meisten Sinn gemacht. Aber macht's überhaupt Sinn, das Ding anzumachen? Was wollen wir damit? Pfeile. Haben wir noch Platz? Ja. Soll ich nochmal probieren? Vielleicht mit C, B, A? Das wäre noch ein Versuch wert. Bei A klingt so, als muss man das natürlich am Schluss machen. Ach so, da nicht genug Energie für die Simulation zur Verfügung steht, wird das System nicht gestartet. Okay, okay. Dann war die Combo schon richtig, theoretisch. Alles klar. So, was machen wir jetzt noch? Bin ich jetzt fertig? Was ist das da? Da macht sie nix, okay. Da macht sie auch nix. Mhm. Das haben wir verschoben. Das habe ich mir angeguckt. Energieeffizienz, bla bla bla. Das Ding haben wir gelesen, denke ich, ne? Das Dokument habe ich mich bestimmt schon drauf gestürzt. Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Dann gehen wir mal weiter. He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. What's going on? No. Kirk must have tripped off the security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way out somehow. Okay, aber es geht zum Glück nicht um Zeit. Das ist die Hauptsache. Hinweise zum Steuerfeld neben ihm. Achtung, rühren Sie diese Steuerung nicht an. Es sei denn, das Schlosssystem versagt, diese Schaltung liefert den zur Öffnung des Schlosses nötigen Strom. Das Feld lässt sich nicht einfach öffnen. Es ist festgeschraubt. Kein Problem. Möchtest du die Schrauben lösen? Ja. Möchtest du das Bedienfeld benutzen? Ja. Oh Gott, was ist das schon wieder? Okay. Soll ich das so nachbilden? Okay, dann muss ich die Dinger aber drehen können. Nehme ich mal an, ne? Das heißt... Darf ich dich drehen? So, mal kurz gucken, ob der richtig ist. Ja, der ist richtig. Rein damit. So, als nächstes orientieren wir uns an... dem hier. Oh, dann wird aber das eine Feld überschrieben, nehme ich an, ne? Oder wie ist das? Moment, nochmal zurück. Da hätte ich den nicht zuerst nehmen dürfen, den mittleren. Glaube ich. Oder, Moment. Den so mal. Ja, der wäre an sich gut. Aber ich glaube, ich darf... Ich überschreibe jetzt wieder... Das eine nehme ich an. Ich teste mal kurz. Ja, dann ist es falsch. Zurück. Ich darf den mittleren nicht als erstes machen. Ich mache mal den dritten zuerst. Ist der jetzt schon richtig gedreht? Ja.
So, bei ihm brauche ich nur das und das. Das kommt rein. Und das kommt rein. Also das wird überschrieben, das ist richtig so. Und von dir, was brauche ich denn von dir? Da kommen wir mal rein. Bei dem brauche ich nur noch einer, der da nach unten geht. Shit, dann muss ich den zuerst machen. Oder? Moment. Ja, dann, der macht mir wieder alles kaputt. Das heißt, okay, nochmal zurück. Zurück. Ah. Oh. Dann sollte ich vielleicht auch auf Back drücken. Okay. Jetzt den zuerst rein. Ah, ne, dann macht er den. Dann muss es so rumgehen. Okay, dann mache ich mir alles. Ja. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Ah, doch, passt. Okay. Das sind also unterschiedliche Rätsel, das gefällt mir. Nein. Until this section is sealed off. We'd better get moving. We've bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dock's private quarters. You should be able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. Trust me. I don't. Fine. What about you, Regina? Make your choice. So, das ist ja wieder passendes Timing hier, oder? Ah, gut. Theoretisch hätten wir dann noch ein paar Minuten. Aber wir haben wieder kurz vorm Ende des Streams eine Umfrage für euch. Was werden wir tun? Wähle den Plan, den du sinnvoller findest. Geldstrategie. Durchbrechen und sich aufs eigene Geschick verlassen. Oder Ricks Strategie. Mit Rick rechnen und durch die Luke entkommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich im Let's Play wieder die Rick-Variante genommen habe. Ob ihr die sehen wollt, weil sie vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, oder ob ihr wieder Gales Plan verfolgen wollt, das ist ganz eure Entscheidung. Die Umfrage läuft sogar schon. Hirn oder Abzugsfinger, sehr gut. Mache ich hier mal an der Stelle einen Save. Wie gut das timingmäßig immer hinkommt, ne? Gefällt mir irgendwie. Machen wir immer einen schönen Cliffhanger bis zum nächsten Mal. So, ich speichere mal. Ist halt dann wieder ein guter Moment, um dann, ja, halt Schluss zu machen, auch wenn wir noch ein paar Minuten hätten, ne? Und danke für deinen Follow, Nudelmeister. Mensch, das Bild ist immer noch so komisch. Ich muss mal gucken, was Tippi-Dings da gemacht hat. Weil früher war diese Wolke durchsichtig. Irgendwas haben die da vergeigt, ey. Ich habe nichts verändert. Aber gut, Tippi-Stream hatte in den letzten Wochen einige Probleme. Vielleicht muss man das einfach nochmal neu einmachen. So, macht gerne alle mit. Was wollt ihr lieber sehen? Ich beuge mich eurem Willen. Boah. Wie gesagt, machen wir dann das nächste Mal weiter. Weil das ist einfach eine gute Stelle, finde ich. Wir müssen ja nicht hetzen, wie gesagt. Wir spielen es ja eh durch. Aber echt viele Rätsel heute gehabt. Gefällt mir. So viele unterschiedliche Minispiele halt auch. Wusste ich echt nicht mehr. Wenn ich mich nicht täusche, hat John im Let's Play Ricks Weg genommen, versagt und musste dann ersatzweise doch Gale nehmen. Ah ja, interessant. Ja stimmt, wir haben ja... Stimmt, das darf man nicht vergessen, wir haben ja einen Zeitcounter. Wir haben ja irgendwas mit 10 Minuten.
Ich glaube, we gay. 54%. Oh, das war wieder knapp, ey. Das war wieder so knapp wie das letzte Mal, oder? Also knappe Mehrheit, die was anderes sehen will, wie im Let's Play. Gegen die, die sich, ja, für das eigentlich Richtige entscheiden, so gefühlt zumindest. Nur Rambos hier. Ja gut, dann sehen wir das. Obwohl wir es ja, so wie ich es gerade verstanden habe, habe ich ja eh die Gale-Variante auch im Let's Play gemacht. Also ist es gehups wie gedops. Aber höchstwahrscheinlich, wie man mich kennt, hätten wir jetzt Rick genommen und ich komme nächste Woche da rein und weiß nicht mehr wohin und was tun. Wahrscheinlich hätte ich es eh verkackt, sind wir mal ehrlich. Ist vielleicht besser, dass wir gleich Gales Strategie machen. Oh Mann. Ja, cool, Leute. Dann machen wir heute wieder ein paar Minütchen früher Schluss, weil es sich halt gerade so anpasst. Und dann werden wir Gales Strategie nachgehen. Nächste Woche 17 Uhr mit Dino Crisis. Und nicht vergessen, es gibt noch Streams. Morgen Stranger in Paradise, Final Fantasy Origin. Gucken wir einfach mal rein, 3 Stündchen. Und am Samstag werden wir Grandia 2 endlich weiterspielen. So sieht's nämlich aus. Dankeschön für euer Interesse. Danke fürs Einschalten. Jetzt gibt's noch eure Musik. Also gerne dranbleiben, wenn ihr eure Wunschmusik hören möchtet. Und ja, so oder so wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Eine gute Nacht später. Und bestenfalls bis morsche. Jo. Wie immer dauert es ein paar Minuten, bis die Songs beginnen. Bis gleich. Also, bis dann. Tschüss.